Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Burnout Revenge. Immer noch Stufe 8, aber ich glaube gar nicht mehr so viel. Wir schauen mal. Ja. Eternal Flames. Okay, das klingt schon mal ziemlich geil. Eternal. Ich liebe ja das Wort Eternal. Habe ich ja schon mal, glaube ich, gesagt. Wegen Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 2, Eternal. Göttlich. Göttlich. Okay, 3 Millionen klingt noch nicht so viel. Die kann ich wegstoßen. Okay, das sieht nicht einfach aus. Das sieht in der Tat nicht einfach aus. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich meine, die ersten kann ich ja wegstoßen. Ja, die kann ich wahrscheinlich da hinten hinstoßen. Das sieht ganz gut aus. Schauen wir mal. So. Ui, 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 ui. Ich bin vorbeigefahren. Ich bin eiskalt vorbeigefahren. Eiskalt. Ja, krass. Ach, scheiße. Ich bin da durchgefahren. Ich weiß nicht wie. Normalerweise, wenn ich normalerweise zeitlich in ein Auto reinkrache, dann zählt das ja eigentlich als tot. Diesmal irgendwie nicht. Komisch. Okay. Vielleicht dieses Jahr mal ein bisschen besser. Vielleicht fahre ich auch einfach hier schon rein. Ja, das sieht besser aus. Das sieht viel besser aus. Ihr könnt mal auch gerne mal Dings füllen. Ja, 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 ja. Jawoll. Genauso wollte ich das doch sehen. Ein Zielwagen, jawoll. Bronze ist safe. Bronze reicht mir auch. Gut. Mit Bronze bin ich zufrieden. Bei Crash ja immer. Klar, es sieht mir den Stern ab. Interessiert mich. 88 Sterne noch. Jetzt nicht an verstorbene Diktatoren denken bei der Zahl, sondern ne, als normale Zahl sehen. Ja? Dankeschön. So. Die Türen. Hauptsache, das ist so klein geschrieben, dass man das gar nicht mehr lesen konnte. Ich will doch wissen, wie der Song heißt. Nee, muss ich nicht unbedingt. So, hier ist, glaube ich, das nächste Crash, ne? Ja, ist nur noch ein Crash. Aber ich habe gesagt, wir wechseln uns ein bisschen ab. Das heißt, wir machen jetzt ein schönes Eliminator. Ja, warum nicht? Ein Eliminator ist doch drin. Ich glaube, das ist auch das letzte Crash für diese Runde, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber Crash habe ich ja sowieso nicht so gerne, also passt das schon. Aber für Eliminator habe ich Bock. Habe ich Bock drauf. Ja, das ist ein toller Modus. Die toten 60er. Ja, machen wir so. So, los. Schon wieder meine Lieblingsmap sehe ich. Oder ich sehe halt auch einfach gar nichts. Uiuiui. Jetzt hört auf, Autos nach mir zu werfen. Tschüss. Ist da gerade vor mir einer rausgekommen? Okay. Ich bin letzter. Easy. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Wirklich gar nichts mehr gerade. Oh oh.
Gott sei Dank. Oh, das war gerade so hart knapp. Leckt mich am Arsch. Eieieiei. Okay. Höh! Wo bin ich denn angeblich da gerade hängen geblieben? Oh, ich bin tot. Habe ich wenigstens Bronze? Was ist ein Vierter? Ach komm. Okay. Auf ein neues. Ja, komm. Der Anfang war halt richtig gut, aber dann bin ich halt übelst abgespackt. Da habe ich einen Fehler gemacht und dann war alles vorbei. So. Und tschüss. Gott. Manchmal weiß ich auch nicht, wohin. Hier in dieser Map. Zack. Doppelte Rache. So. Fahren wir erstmal instant wieder auf die 1. Hat übelst knapp an den anderen vorbei. Nope. Kannst du schön vergessen, Junge. Als ob ich jetzt wieder letzter bin. Was? How the fuck did he do that? Oh. Entschuldigung, Kollege. War nicht so geplant. Nice! Oh Gott, da musste ich mich gerade ein bisschen konzentrieren, Leute. I'm sorry. Zack! Bam! Double! Sehr geil. Ich fahre sogar wieder um den ersten Platz mit, sehe ich gerade. Ich dachte, ich wäre nur Zweiter. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Oh! Der erste war gerade an der Wand. Ja, kann man mal so machen. Scheiße, ich darf jetzt natürlich keinen Fehler mehr machen. Natürlich mache ich den noch. Scheiße! Fuck. Ja, das war's. Ich hätte meinen Crashback gar nicht aktivieren dürfen. Ah, Millimeter, ey, gefühlt. Schade, schade. Aber da war ich ein bisschen, greedy mit dem, Crashbreaker. Ich hätte es noch easy geschafft, hätte ich ihn nicht aktiviert. Egal. Silber ist okay. Silber ist okay. So. Einmal gesaved. Und dann gehen wir in Silicon Valley. Nice. Wieder eine Runde Crash.
Hoffentlich auch wieder nicht so schwer. Ich finde, Grash ist manchmal ein bisschen glücksabhängig. Aber auch nur manchmal, nicht immer. 11,5! Alter, was geht denn da gleich ab? Holy shit. Da wird gleich Eskalation sein, das zeige ich euch. 11,5 Millionen. Ihr habt nur diesen Wagen? Okay. Krass. Ah, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nope. Nicht gut. Da war der Start schon ziemlich verkackt. Okay. Auf ein neues. Jawohl. Und dann kommt der. Okay. Ich habe den Sprung da hoch nicht geschafft. Gut. Holy shit. Wie soll ich denn nicht? Ich meine, ich habe gerade den perfekten Start hingelegt. Oh. Ja, das war auch sehr gut. Hat funktioniert. Hat er ein Schweizer Kennzeichen? Oh, ich habe direkt gesehen, dass das nichts wird. Mein Cousin hat mir gerade geschrieben. Passt. Komm jetzt. Hä? Ich meine, besser kann ich den Start nicht machen. Ich kann auch nicht höher springen. Das ist die einzige Sprungschanze, die da ist. Was wollt ihr denn von mir? Ich kann auch keinen anderen Wagen auswählen. Ich muss das mit dem Wagen schaffen. Oh, Leute. Ah! Ich wollte halt über die Kante fahren, wisst ihr? Kennt man ja aus so ein paar Stuntfilmen oder sowas. Ah, das wäre zu schön gewesen. Das wäre zu schön gewesen. Schade. Oh Gott. Ja, das war grottig. Okay, jetzt sind wir noch mehr Leute. Was ist das denn auf einmal mit den Leuten los? Mir schreibt nie einer. Ich bin doch eigentlich arm und einsam und jetzt auf einmal. Okay. Ey, ich komme da nicht hoch. Was soll ich denn machen? Ich kann die Chance kann ich nicht anders nehmen. Ich kann keinen anderen Wagen nehmen. Ich muss das so schaffen. Aber ich prall immer da oben gegen. Okay, die Chance hatte gerade irgendwie eine unsichtbaren Collider. Kann ja mal passieren. Collider on top, auf jeden Fall. Ach, komm jetzt. Leute, ihr seht schon, wir werden jetzt den letzten, den Rest des Partys hier dran verbringen, aber dann ist es halt so. Kann ja auch nichts für. Tut mir leid. Ich komme da nicht hoch. Zum Verrecken nicht. Kann ich da irgendwie anders hochfahren? Geht das? Moment mal, gab es nicht eine Taste, womit ich meinen Wagen instant dingfest gemacht habe? Gab es das nicht?
War das nicht sogar die Nitro-Taste? Och, meine Fresse, ich will doch jetzt was ausprobieren! Oh! Mein Gott! Es kann nicht wahr sein. Ich habe gerade alle Tasten ausprobiert, es gibt keine Taste. Ich dachte, es gab so eine Taste. Weißt du, dass man wie so eine Art Crashbreaker macht, halt jetzt noch nicht so krass. So, die fahren alle schön an mir vorbei. Oh, wie soll ich denn da hochkommen? Ich könnte die Farbe des Wagens ändern, das macht ihn bestimmt schneller. Ah, yes! Finally! Aber irgendwie... Ja, irgendwie war das ziemlich für den Arsch, oder? Was? 11,5 Millionen? Wie's? Ja, ich weiß, auf der rechten Seite fahren Autos, auf der linken Seite fahren Autos. Ich muss irgendwie da hochfahren, gleichzeitig Autos runterkicken. Oh, das ist, Alter, wie? Das ist, das... Jetzt kann mir doch keiner sagen, dass das können. Das ist doch pures Glück. Dass die Autos jetzt alle nicht reinfahren. Aber das bringt mir halt auch gar nichts. Wobei ich sagen muss, das hat mir jetzt immerhin noch viel, viel mehr gebracht, als das oben zu landen. Oh, Moment mal, ich krieg Punkte. Hä? Von wo? Hä? Wo habe ich denn gerade Punkte bekommen? Okay. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss anscheinend noch was... Da oben! What? Keine Ahnung wie. Vielleicht ist da ein Vogel gelandet und irgendeiner hat versucht, den Vogel auszuweichen. Und ist dann in den anderen reingefahren. Kann passieren. Also das ist bei mir auch letztens so gewesen. Ich war... auf der Autobahn, ich weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich Konzert oder sowas. Das war krass. Moment, das war so schwer. Und da war auf jeden Fall irgendwie so ein richtig großes Vieh. Keine Ahnung, Adler oder was auch immer. Auf jeden Fall hat er sich eine Maus geschnappt, direkt neben der Autobahn. Dann ist er mit der Maus oder was auch immer, der sich da geschnappt hat, ist er dann weggeflogen. Hat die Maus dann aber über der Autobahn fallen gelassen. Und, es hat nicht wirklich viel gebracht. Okay. Und ist dann so im Sturzflug auf diese Autobahn geflogen. Und ich war genau gerade da und musste dem so mega ausweichen auf der verkackten Autobahn. Das war nicht gerade cool. Gott sei Dank war da gerade weit und breit keiner neben mir. Hinter mir waren auf jeden Fall welche. Ich glaube, die haben das aber nicht wirklich mitbekommen. Och, leck mich doch am Arsch jetzt. War aber schon irgendwie witzig.
Ja, aber hier stehe ich doch niemandem im Weg, oder? Nö. Oh, ey, das ist echt schwer. Das ist wirklich schwer. Ich finde, das hat auch nichts mit Können zu tun. Das ist wirklich nur Glück. Meiner Meinung nach. Das hat für mich nichts mit Können zu tun. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich bin wirklich raus. Jawohl, jawohl, jawohl. Habe ich wenigstens irgendwas runtergekickt? Nein, aber... Moment. Das machen wir jetzt so. Pass auf. Pass auf. Fliegen wir schön auf die andere Seite und lassen da auch nochmal alle reinkrachen. Yes! Bronze! Oh, alles was ich wollte. Oh, Gott sei Dank, ey, aber 11,5 Millionen, wie willst du das denn schaffen, ey? Puh. Ja, zieht mir Bronze ab, ist mir egal. Gott sei Dank. 81 Sterne. Boah, das war jetzt echt hart. Das fand ich richtig schwer. Aber geschafft ist geschafft. Immanuel. Glückwunsch. Ja, ich habe wahrscheinlich genau den Wagen freigeschaltet. Jawohl. Nice. Gut. Das war's dann für diesen Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.